Live aus der Kiez-Attraktion Das Verlies. Hamburgs fesselnde Fußball-Talkshow mit Kiez-Legende Kalle Schwensen und Moderator Niklas Heiden. Heute mit prominenten Gästen wie Sven Theissen, Jörg Franke, Stefan Schnorr und Rolf Fuhrmann. MyBet EU präsentiert ihn Kalles Halbzeit im Verlies. Fang schon mal an, wenn wir so festgeschaltet. Richtig schön fest, ne? Kennen wir ja von dir. Richtig schön fest. Sven, du hast im Alter von... Bist fest? Bin fest, ne? Du hast im Alter von 26 Jahren deine aktive Karriere schon beendet. Rudi Völler würde sagen, du hast den Fußball nie geliebt. Warum hast du so früh aufgehört? Ja, das ist ja das Thema, was mit Marcel Janssen ja da war. Ich hätte auch gerne weitergespielt. Zu der Zeit war es so, dass ich die Vorbereitung beendet hatte und ich erst einmal wieder richtig fit war. Und dann ist mir eine Handelsscheibe auf den Zeh gefallen, Zeh gebrochen, acht Wochen wieder Pause. Das war dann so, der Kreislauf hatte sich geschlossen. Und kurz darauf hatte sich dann die Führung beim VfB Lübeck, kam auf mich zu, ob ich dann mir vorstellen könnte, auch auf die Geschäftsstelle zu wechseln. Und war eine schwierige Entscheidung, war eine Herzenssache, auch wenn der Völler das vielleicht anders sieht. Aber war dann für mich der Weg in den Beruf und war für mich sehr dankbar und war eine tolle Chance. Und ich bin ja immer noch da. Aber es fällt einem eine Handelsscheibe auf den Weg. Ja, wenn man nicht gesichert. Genau, okay, wer ist denn hier? Ist alles gesichert bei dir, man kann das auch. Warum passiert sowas nicht? Das ist so ein ja, unglückliches Ding, ne? Wie es so ist. Vorher einer nicht festgemacht, die Gewichte, fällt auf den Zeh. Ne? Ja, kann man nichts machen. Aber du hast mir in der ganzen Zeit auch mal ein Comeback gedacht. Du warst noch mal so, also wo wir schon bei Marcel Janssen sind, aller HSV 3. Genau, also da kommen natürlich viele Angebote dann auch rein, auch gerade von unterklassigen Vereinen, will ich noch mal. Ist auch nicht so viel Aufwand wie in der Regionalliga und drum noch mal. Aber man muss ja sagen, beim VfB ist man, wenn man den Job dann macht, ist man auch ordentlich eingespannt. Und dann gibt es auch noch eine Frau und jetzt auch Familie. Da ist man auch gut ausgelastet und... Naja, also das Herz juckt trotzdem noch, mit den Sponsoren will ich auch ab und zu kicken und so oft es geht, ist der Ball auch am Fuß, aber das zeitlich, das passt nicht. Wenn die Altherren wieder kommen, dann bin ich auch wieder dabei. Das ist auf jeden Fall schon mal ein Wort. Du hast jahrelang beim MSV Duisburg gespielt, hast da alle Jugendteams nahezu durchlaufen und bist ja auch da Profi geworden. Erzähl doch mal, wie besonders war die Zeit da damals beim MSV? Es gibt ja heute eigentlich nicht mehr, dass ein Spieler alle Jugendmannschaften durchläuft und dann auch in dem Verein Profi wird. Es war auch damals, ich habe in der F-Jugend angefangen, war mein Stadtteilverein, wir sind in Meierich, bin ich groß geworden und meine Familie kommt daher. Das war eine Herzensangelegenheit, hatte mit 3 Jahren auch eine Dauerkarte, weder im Stadion noch mit meinem Opa. Da bist du halt reingewachsen und dass ich dann da für den Verein spielen durfte und den Weg da gehen durfte, in der F-Jugend bis zur ersten Herren war ich dann der Einzige, auch in der D-Jugend waren danach auch keiner mehr da. Und das war für mich natürlich eine tolle Erfahrung. Bin dem Verein sehr dankbar, hat mir echt viel gegeben. Bei der ersten Herren war ich dann 2,5 Jahre und war mit dem Abschluss dann beim Pokalfinale war ich eine tolle Zeit. Du hast schon gesagt, 2,5 Jahre da, du hast 6 Zweitliga-Einsätze gehabt und tatsächlich bei allen erst eingewechselt worden. Warum hat es denn nicht zu mehr gereicht? Ja, es gibt ja bei vielen Fußballern ist ja immer so eine Mischung aus Talent und Verletzungspech und vielleicht auch dann fehlt das letzte Quäntchen Glückchen oder auch der im Verein gerade ist, der mag deine Nase nicht so. Bei mir war es schon eher so, dass ich von mir behaupten möchte, dass ich jetzt nicht der Talentierteste war. Ich hatte Lust, hatte Wille. Und der Wille zählt. Genau, das ist so. Deswegen habe ich es dann, glaube ich, auch in den Profikader geschafft. Aber dann da selber war ich oft auf der Bank dabei und erwartete auch gute Innenverteidiger vor mir. Damals hat Innenverteidiger gespielt. Mhm. Und ja, schlussendlich muss man sagen, ich denke mal, wenn weniger Verletzungen da gewesen wären, hätte man auch gut und gerne die dritte Liga spielen können. Aber zweite Liga wäre dann schon das Optimum gewesen und alles darüber hinaus war ich dann noch nicht so talentiert, dass ich das hätte. Einzig ist der erste Weg zur Besserung. Das ist schon eine gute Geschichte. So. Jetzt haben wir ja am 18. das erste Pokalspiel. Da spielt ja unser Hamburger Pokalsieger TuS Tassendorf gegen MSV Duisburg. Und es ist mühselig zu fragen, für wen dein Herz schlägt. Das können wir ja verstehen. Aber
Du kennst ja auch zu Staffendorf ein bisschen. Haben die Chancen? Ja, also grundsätzlich finde ich erstmal, hat man vorhin schon gesprochen, sehr sympathisch, dass sich mal ein Verein auf den MSV hier im Norden freut. Sonst ist es immer so, dass bloß nicht den MSV ziehen und Dassendorf hat... im Sandhausen ist schlimmer. Genau, also ich finde es schön, wäre auch gerne gucken gekommen, aber haben wir parallel ein Spiel. Ich glaube schon, dass Dassendorf sehe ich sowieso nicht als Fünftligisten, sondern eher als mittelmäßigen Regionalligisten mindestens. Ich glaube, das ist eine gute Truppe, die da zusammen ist und von daher ist der Unterschied auch nicht so groß, wie jetzt vielleicht die Ligen es ausmachen. Und ich glaube schon, wenn man da geschlossen als Mannschaft auftritt, gibt es auch Chancen gegen den MSV. Ist für ein Zweitligisten immer schwierig, damals, als ich selber noch da war. Es ist immer eine Pflichtaufgabe, eine Runde weiterzukommen. Da geht jeder von außen vor ein. Und so da ranzugehen, ist dann nicht so einfach. Und sonst ist das ein Pokal. Ne? Was meinst du denn? Du bist ja nun auch vom Fach. Das haben wir ja nicht hier. Was müsste der TuS Dassendorf oder was sollte er machen, damit er eine reelle Chance hat und deinen Lieblingsverein schlagen kann? Wichtig, das sind immer Phasen, ne? Aber das Wichtigste ist natürlich immer, dass die Jungs mit Herz darauf gehen, an sich selber glauben. Das haben die ja nun richtig. Das auf jeden Fall, das werden sie ja gar nicht da erst hingekommen. Ja. An sich selber glauben und ich glaube, dass immer, man muss aufpassen, dass man sich nicht nur hinten reinstellt, sondern auch irgendwo nach vorne spielt. Sonst gibt es ja keine Tour, ne? Und sich traut und dann, glaube ich, hat auch Dassendorf eine Chance gegen Duisburg. Erste Runden waren nie so unser Ding. Naja. Das meine ich schon mal eine heiße Prognose. Aber kommen wir zurück zu dir selbst. Du bist jetzt Marketingchef beim VfB Lübeck. Erzähl mal, was macht man da? Ja, also bei einem relativ kleinen Verein gibt es ja viele Aufgaben, die wir jetzt nach und nach sozusagen strukturiert haben, wo man sich jetzt auch selber wieder auf seinen Fachbereich dann kümmern kann. Marketingchef natürlich Sponsorenakquise, Sponsorenbetreuung, Ausbau, Kampagnen und wir wollen da jetzt auch gemeinsam Richtung dritte Liga gehen. Ich denke, da gehört der VfB Lübeck auch mindestens hin. Und da arbeiten wir alle hart im Verein. Das ist kein leichter Weg, da wollen viele hoch und von daher müssen wir da zusammenhalten. Und das Geld ist wieder nachher natürlich auch eine wichtige Rolle und das einzusammeln ist dann mit meinem Partner da die Aufgabe, dass wir da ordentlich vorangehen. Bist du schon mal an den Lübecker Marzipan reingetreten? Ich meine jetzt ganz im Ernst, ich habe das noch nie irgendwo in Lübeck auf einem Trikot gesehen, das Marzipan. Und das ist doch das Aushängeschild schlechthin. Also das wäre natürlich das Nonplusultra und am Herkommen, dass man sagt, Niederegger Marzipan auf der Brust. Ist im Moment noch nicht so, wir haben eine schöne Bande oben im Stadion. Wir arbeiten dran und wünschen uns. Also das finde ich, das wäre das erstrangige Ziel, weil damit verbindet man ja Lübeck generell. Die Marzipan mag. Genau, die Marzipan-Kicker sind überall bekannt. Damals zu Zweitliga-Zeiten, da gibt es noch so einige Sequenzen. Da hieß es ja auch immer schon, die Marzipan-Kicker kommen. Von daher liegt es auf der Hand. Wir arbeiten daran, dass sie uns noch mehr mögen und vielleicht nachher auf Fuß machen. Okay, eben vor Drittliga-Aufstieg gesprochen in der letzten Saison. Habt ihr das ordentlich vergeigt? Schon relativ früh in der Saison war ja klar, dass das deutlich nichts wird. Was stimmt dich denn optimistisch, dass das dieses Jahr klappt? Also erstmal ordentlich vergeigt fand ich es nie. Ich fand es trotzdem mal eine gute Saison. Wir hatten natürlich den kalten Herbst da mit den 5 Niederlagen, das war nicht so schön. Aber man muss ja immer das Positive aus der Saison ziehen. Ich glaube, da hat sich schon eine Mannschaft gefunden, die jetzt punktuell durch die sportliche Leitung da, wie ich finde, super angepasst wurde, dass die Mannschaft formen kann. Auch in der Vorbereitung hat man jetzt schon gesehen, dass da wirklich eine Mannschaft zusammenwachsen kann. Und ich würde den Job nicht machen, wenn ich nicht in die dritte Liga möchte. Und ich würde auch sagen, dass es dieses Jahr schon passieren kann. Es sind natürlich viele Mannschaften, die da das Ziel haben. Deswegen sind immer so kleine Nuancen, die da entscheiden. Aber wir arbeiten dafür, dass wir aus der Regionalliga rauskommen in die dritte Liga. Und da brennen wir alle im Verein für und geben da tagtäglich unser Bestes. Wir auf der Geschäftsstelle, aber auch die Mannschaft. Und keiner ist da, der nicht in die Liga höher möchte. Wie gesagt, es sind viele andere Mannschaften. Wenn man jetzt den HSV 2 oder Weiche in Wolfsburg alle aufzählen, aber die auch weitaus höheren Etat haben, als wir noch in anderen Mitteln kämpfen. Aber wir wollen uns dagegen stellen und auch oben mitmeschen, auch dieses Jahr schon. Schauen wir, wo es endet. Aber ich sag mal, wenn der HSV 2 dieses Jahr oben aufsteigt, dann kriegst du aber noch von mir einen Kasten Bier drauf zu. Nehme ich gerne, lieber nicht annehmen. Wir sind zu Beginn der Saison, deshalb eine mutige Prognose, wer wird Meister Regionalliga Nord?
Also wenn ich jetzt nicht VfB Lübeck sagen würde, würde ich meinen Job auch nicht mehr weitermachen. Von daher sage ich VfB. Was ist? Bravo, Applaus, 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 Applaus. Eine Frage. Solche Geschichten, fällt mir jetzt gerade ein. Was ist, wenn Lübeck nicht Meister wird? Kleine Wette, wir machen Folgendes hier. Wenn Lübeck Meister wird, darfst du und deine Frau oder wer auch immer einmal hier eins unserer Verliese nutzen, also hier, frei nach Wahl, denn hier, unbegrenzt. Die wird sich freuen. Ja, das kann ich mir vorstellen. So, das ist nur die Frage, in welchem Paar das ist, aber das ist egal, das ist eine Sache. Zweitens, musst du irgendwas, kleinen Gegenwetteinsatz machen. Ja, ihr könnt gerne, seid immer herzlich eingeladen auf der Mühle. Wir laden euch dann in der ganzen Crew ein und dann könnt ihr gerne reinkommen zum Aufstiegsspiel. Zum Aufstiegsspiel? Ja, das ist ja geil. Ja, da freuen sich alle, das sind ungefähr halbes Dutzend Leute. Ja, prima. Dann Applaus, 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 Applaus! MyBad EU. Übernachten Sie in unserem liebevoll sanierten Herrenhaus in Bergedorf. In möblierten 3-Sterne-Apartments. Modern eingerichtet mit Küche und Bad. Oder in einem unserer WG-Zimmer. Idyllisch im Grünen sowie am Wasser gelegen. Trotzdem verkehrsgünstig. Und das günstiger als eine Jugendherberge. MyBad EU. Jung, sportlich, fair. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, schenkt uns einen Like und kommentiert dieses Video. Um kein Video mehr zu verpassen, abonniert unseren Kanal oder ladet euch einfach die KickTV-App herunter. Vielen Dank fürs Zuschauen.